Hier ist euer Kido 801. Heute melde ich mich mit einem Rundgang vom Sommer in der Stadt München 2021, beginnend beim Königsplatz. Viel Spaß! Fangen wir an mit der Pirateninsel. Für die kleinen Kinder, aber auch für große, für jedermann eigentlich. Gefolgt von einem Kinderkarussell. Und gleich für etwas größere das Kettenkarussell und im Hintergrund der Biergarten mit einem Essenstand. Dann Distel Jumbo Flug und das Highlight hier Willenborg Riesenrad. Rechts davon sticht schon die Bratwurst ins Auge und das Schlosshaus, wo es Schlush-Eis gibt. Dann hier die Grillhütte mit Bratwurst und von Kinzler der süße Kessel. Links vom Riesenrad gibt es Kuros und süß und fruchtig glasierte Früchte, gebratene Mandeln, Schokofrüchte und vieles mehr. Und das war der Rundgang durch Sommer in der Stadt vom Königsplatz. Weiter geht es nun mit Sommer in der Stadt auf der Theresienwiese München. So, nun sind wir auf der Theresienwiese vom Rundgang Sommer in der Stadt in München 2021. Weiter geht's hier mit der Heidi. Eine Rollercoaster-Achterbahn von Schneider. Gegenüberliegend davon der Autoscooter von Distel. Und der Wellenflug von Strandinger. Gefolgt von den Stand Ofenfrische Pizza. Von Scherle. Dann kommt Robbys Bierstüberl. Gegenüberliegend davon Dschungelbogenschießen. Ja,
Gegenüberliegend von Robbys Tierstüberl Wiesenklumperl, Brandmalerei und glasierte Früchte von Lange. Danach gibt es hier Langos, Freshen Food mit kleinem Biergarten. Kleiner Spielzeugstand darf hier nicht fehlen. Hier die U-Bahn-Station. Nach den Langos kommt die kleine Brutzelalm. Und gegenüberliegend der Träger Märchenexpress. Märchenlandexpress, um genau zu sein. Dann kommt Trampolinspringen. Und das Sportstudio. Gegenüberliegend vom Sportstudio das Schützenhaus. Und das Kartoffelglück. Nach dem Kartoffelglück ein kleines Kinderkarussell. Und der Breakdance. Nach dem Breakdance Kübler fruchtige Köstlichkeiten. Gegenüberliegend davon der Freestyle. Und Küblers Bierstüberl. Gegenüberliegend davon Langosseria. Langosseria. Jetzt habe ich gerade die nicht richtig entziffern können. Und die Schießhalle. Danach kommt das gute alte Teufelwerfen. Gefolgt vom Kokos. Wieder glasierte Früchte und gegenüberliegend davon das Dschungelcamp. Gefolgt vom Flipfly. Und dem Rio Rapidos, einer Wasserrutsche.
vom Kaiser. Links vom Rio Rapidos. Belva, Popcorn und mehr. Und die Schmankerlhütte. Nach dem Flipfly kommt die Karsalm mit feinen Käsespätzle und mehr. Gefolgt von einem weiteren Skistand, der Jagdhütte von Kohlmann. Gegenüberliegend die Kindertraumspitze. Kindertraumschleife wäre das mittlerweile jetzt. Entschuldigung, Kindertraumschleife von Stay, nicht die Traumspitze. Und auch nicht zu verwechseln im Orient Express. Gefolgt vom Jumanji. Gegenüberliegend davon Wiener Eispalast, süße Spezialität. Nach dem Jumanji weiterer Skistand Schützenliesel. Und gegenüberliegend davon Baumstriezel. Und der Jumper. Gegenüberliegend vom Jumper Creperie. Und Entenangeln. Gefolgt von einem Süßigkeitenstand. Und zwar die Herzlmalerei im Schiffherrn. Überliegend davon die Feuerwurst und die Jägerhütte. Dann ein Kinderkarussell. Was hast du für ein Haus? Gegenüberliegend Dosenwerfen, Disney, Walt Disney um genau zu sein. Und der Bayern Tower. Dann rechts vom Bayern Tower
glasierte Früchte von Krug. Und Münchner Lachbräuhaus. Dann nähern wir uns dem Ende. Die Angelei, das Entenangeln. Das Kinderkarussell übrigens von Graus. Möchten wir dazufügen. Gegenüberliegend von der Angelei die Jägeralm. Und Berti Schokoladenfabrik. Im Hintergrund sehen wir nochmal die Heidi. Gegenüberliegend von der Berti Schokoladenfabrik der Weißbiergarten. Und eine weitere Gräperie. Und das war's hier mit dem Rundgang von Sommer in der Stadt, Abteilung Theresienwiese 2021. Nun geht es noch weiter mit Sommer in der Stadt, Rundgang Olympiastadion 2021. Bis gleich. Nun sind wir bei Teil 3 und dem letzten Teil unseres Rundgangs angelangt. Beim Olympiapark von Sommer in der Stadt München 2021 beginnen wir mit dem Alpenrausch von Kohlmann, gefolgt vom Kinderzirkus, der irgendwie bereits zu hat. Naja, warum auch immer. Gegenüberliegend die Scooterzone. Und natürlich das Riesenrad von Willenburg. Gegenüberliegend von Scooter Zone Luftballon werfen. Hier hinten drinnen Münchners wilde Maus. Hier noch der Duke. Und hier die Münchner wilde Maus, wie gerade gesagt. Und das Sportstudio. Dann hier nochmal das Riesenrad. Überlegend noch ein Kinderkarussell. Ganz hinten der Olympiaturm. Jetzt gehen wir hier rechts entlang. Essensbereich. Dazu gleich mehr. Hier rechts neben dem Riesenrad Erhard aus München, Dosen werfen. Und ein weiterer Essensstand.
Bavarian Auftrags Grillen. Dann haben wir hier Kurs. Und die Bratwurst schütten. Mit Essensbereich überdacht. Dann hier in der Mitte nochmal der Autoscooter. Weiterer Essensstand und Getränkestand, wo es auch Bier gibt. Da hinten gibt es Pommes in der Kartoffelhütte. Ah, jetzt fährt er mal der Autoscooter auch. Ich dachte schon, der ist nur Zierde. Dann hier der Western Saloon. Von Kübler. Und Entenangeln. Weiterer Süßigkeitenstand, Süßwaren. Und dann hier nochmal der Alpenrausch. Komplett auf dem Arsch und allem. Dann hier noch in der Ecken versteckt. Weiteres Pfeilwerfen von Friedrich Erhard. Schlosseis darf nicht fehlen. Ein weiterer Essenstand. Krebs und Kaffee. Und Dosenwerfen von L. Erhard. Und der Disney-Set von Elbe hat leider schon geschlossen, sehe ich gerade. Dann gibt es noch mehrere kleine Stände, zu denen werde ich jetzt noch hingehen und der Vollständigkeit halber diese auch noch mit ins Video einfügen. Bis gleich. Hier in der Ecke habe ich noch den Kinderrolli von Drenkler entdeckt. Leider auch schon geschlossen, obwohl es eigentlich noch gar nicht so spät ist, aber wohl für Kinder Schlafenszeit. Und da vorne The Claw greift am Spiel. Gehen wir kurz auf Pause und gehen näher ran. Also wie von der Weiten bereits gesehen, es heißt hier genau X1, auch bekannt als The Claw, und steht hier seelenruhig und ganz alleine. So, nach dem Greifarm X1, ungefähr so 52 Meter weiter, haben wir noch den Wellenflug. Und den Biergarten hier am See mit Augustinerbräu. Also von hier hinten kam er, aber wenn man nur Dunkelheit sieht, dann steht das hier noch am See. Und der hier noch.
gleich gegenüber vom Olympiaturm-Eingang. Und dem Olympiaturm selbst. So nebenbei. Und hier hinten haben wir dann noch den Beachstrand am Olympia-Teich, Weiher, wie man nennen möchte, oder auch See. Und das war dann der Rundgang, hier noch der Beach-Bereich. Wo man sich dann schön in den Strandkorb reinlegen kann. So, und das war dann der Rundgang durch den Königsplatz, durch die Theresienwiese und durch den Olympiapark. Sommer in der Stadt München 2021. Weitere Videos findet ihr auf meinem YouTube-Kanal Akido Artart 1 oder besucht mich auf Facebook. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Akido 881.